Kilogramm. Roman Grünberg oder Roman Greenberg. Israelischer Nationalität. Tritt hier an gegen diesen Mann. Gegen Kenrick Reelford oder Relford. Wearing the silver colored trunks. Coming from Texas in the United States. Weighing in at 16 stone 5.5 pounds. Coming here with a 19-5 professional record. 13 wins, 5 losses and 1 draw. Please welcome Kenrick Reelford. Na gut, also. Machen wir Reelford daraus. In the blue corner, wearing the black trunks, trimmed with gold, formerly from Israel, now fighting out of Finchley, weighing in at 16 stone 10.5 pounds. Bisher unbesiegt. 20 wins from 20 contests, 14 wins by way of. Wir haben schon zweimal auf Eurosport sehen können. In charge of the action, Mr. Lee Cook, and this is 10 three-minute rounds. Roman. Yeah, Roman Greenberg is two Israeli, but he boxed. Keep your punches clean and on target. I want to box in England, der doch seine Profikarriere dort begonnen und ist wird inzwischen von Jim Evans betreut, der auch in seiner Ecke steht. Hier sehen wir ihn gerade aus dem Ring steigen, links oben. Wenn man sich die Kampfrekorde anschaut, hat Roman Greenberg nicht besonders gute Gegner gehabt. Das heißt, sein Kampfrekord ist nicht unbedingt vielsagend. Der beste Name ist Julius Francis, den er mit 10 Runden nach Punkten besiegt hat vor 2 Jahren. Mamadou Sakho, ebenfalls ein Name, den man nennen kann. Aber Luke Simkin und Gary Williams, Derek McGafferty, Tony Booth, das sind keine großen Namen. Anders herum betrachtet, Kenrick Reelford, gegen Gary Lane gewonnen, hat gegen Ulysses Castillo um den vakanten WBO Latino-Titel im Schwergewicht geboxt und gewonnen. Er hat Ron Guerrero besiegt, er hat gegen Devereaux Williamson allerdings verloren durch Abbruch. Er hat auch gegen Alexander Dimitrenko geboxt. Das war vor 2 Jahren, im August 2003 in München in der Olympiahalle und hat über 600 Punkte verloren. Wesley Martin, noch ein Mann, den man nennen könnte, gegen den er gewonnen hat. Also theoretisch. Ist Kenrick Reelford kein schlechter Mann. Er ist Texas State Champion. Hat auch den vakanten IBF US Atlantic Coast Regional Heavyweight Title gewinnen können. Zu gut Deutsch, er ist Atlantik Küstenmeister der IBF. Geboren. Deutliche Reichweitenvorteile hier bei Kenrick Reelford. Eine Runde, muss ich zugeben, aber noch so ein bisschen mehr das aufeinander einstellen.
nothing in that. Jab to jab. When he throws a jab, you catch it and you come back with two shots, all right? Yeah. All right? Ты везде остался спать, Асу. Второй только работает, понимаешь? И если вот ты сейчас начал делать какие-то левый хороший такой шаг, ты все равно потом не можешь. Ты работать. Тель-Авив кебон? Если ты не работаешь, придерживай свою дистанцию. Окей? Шпих ты бог, ты хочешь? Окей, дергай, можешь. Dude, you got kicks, punches, and mingles, yeah, and turn. Jim Evans, wie gesagt, der Manager von Roman Greenberg. König Ralford wird von Kenneth Ralford trainiert und gemanagt. Wer immer Kenneth Ralford ist, irgendjemand, sein Bruder oder sein Vater. Wenn es er selbst ist und er zwei Vornamen hat. Wäre auch ein schöner Trick. Aktiver zu werden, was er mit Sicherheit tun wird, sobald das Publikum unruhig wird, wenn nicht schon früher. Das war schon ein bisschen besser. Zehn Runden, die Strecke, die Beine hier gehen sollen. Das sehen Sie wieder links unten in der kleinen Grafik. Den anderen ungeheuren Vorteil, dass ich mich nicht so leicht verzähle, welche Runde es ist. Passivität da von Ralford. Absolut korrekt, da muss ich bewegen, darf nicht aber stehen bleiben hinter seiner Doppeldeckung. Das bedeutet ja nur, dass der Gegner sich Lücken schaffen kann. He's just like the Scargo. He sits back to let you punch at him. Yeah. Okay? You gotta go with the dog. Ja, das war kein Niederschlag. Auch kein Knien aus Ehrfurcht. Es war nur der Wunsch, besonders tief zu gehen. Dabei hat er noch einen kleinen, nicht zählenden Treffer bekommen. In the middle. So ein bisschen eigen.
was das Gewicht angeht. So ein richtiger Schwergewichter ist Roman Greenberg nicht. Etwas über 100 Kilo. Und obwohl es ein bisschen was Muskulöses, was er da bietet, was er da zu zeigen hat, ist er recht schnell. Da ist er schön erwischt worden von Welford. Die letzte Runde habe ich, wie gesagt, Roman Greenberg gegeben. Alles auf die Deckung. Was zu sagen. Auf die Deckung von Wellfoot. Die beiden sollten lieber Schach spielen als zu boxen. Kriegt man klarere Ergebnisse. Gewinn die Partner so ein bisschen spannender ist, so ist es nicht. Ist ja ganz ordentlich. Ganz, ganz knapp für Welford, trotz der schönen Szene für Greenberg da zum Schluss der Runde. Dreimal 1-2 Situation und er ist nicht in die Mana reingegangen, was man von ihm verlangt. Also erwischt worden, das war die Schlussszene. Dann nochmal. Wir machen eine kurze Pause und melden uns dann wieder mit dem weiteren Verlauf dieses Kampfes. Der vierte Durchgang. Ziemlich ausgewogen die Geschichte. Ich glaube, dass sich das auch ein bisschen entwickelt. Das Kampfgeschehen nicht unbedingt mitreißend. Obwohl es, wie gesagt, ganz ordentlich ist. Wir warten die beiden zu viel. Puckern zu viel. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass Greenberg die Taktik verfolgt, den Gegner kommen zu lassen. Und er wird zu oft gekontert, dass ihm das lieb ist. Deswegen ist er ein bisschen zögerlich. Naja, jetzt ist doch ein bisschen was. Thank you.
Die Taktik scheint sich auszuzahlen von Roman Greenberg. Zu warten und Rutherford kommen zu lassen. Zumindest in dieser Runde. Leicht erwischt, aber ein schwerer Treffer. An Greenberg. Okay, because you missing that hard punch more than you landing that hard punch. Okay. Speaks off for that. Yeah. You missing the punch more than you landing. Okay. You shook him that he had a punch right there. Okay. You didn't notice. Pay attention to it. Beide mit einem Treffer, der wäre von Greenberg. Es mag ja sein, dass Rutherford die deutlich besseren Gegner in seinem Kampf vor Kort hat. Aber das hat er bisher hier kaum gezeigt. Er muss ein bisschen mehr aus sich rausgehen. Er muss Greenberg ein bisschen mehr fordern. Aber der ist nicht so leicht zu erwischen. Immer wieder Roman Greenberg. Welche Leute Rutherford vor die Fresse bekommen hat und besiegt hat, muss man wohl davon ausgehen, dass Greenberg ein besserer Boxer ist, als man vielleicht nach
exakte Position, die er bisher gehabt hat, vermuten würde. Zwei schöne Treffer da von Greenberg. Da ist er voll drauf, die Wirkung null. Das sieht einfach richtig aus, was Jim Mott da gemacht hat, ehemaliger Europameister, Weltmeister im Leichtgewicht. Geschichte etwas lebhafter, was ja für die Zuschauer heute ganz angenehm ist. Seiner Karriere 1981 beendet, als er seinen WBC-Weltmeistertitel im Leichtgewicht gegen Alexis Argiello verlor. Gewonnen hat er ihn von Sean O'Grady. Das stimmt nicht ganz, der hat schon gegen Alfredo Pitalua gewinnen können. Inzwischen. Auf der Abdistanz ist Wellford mit einem langen Arm etwas benachteiligt. Schöne Runde, hat mir gefallen. You're in the top fighter now, so you don't fuck about anymore, yeah. Right? You do it properly. Not pals. You've got to mean it, all right? We're not here to play now, Roman. This is the big one, all right? Go. Sorry. Soll ich zusammenreißen, ja, boxe einen guten Mann und er soll richtig boxen, nicht so tun, als ob richtig hinhauen, soll meinen, was er da tut. Nicht rumspielen, was er etwas anders formuliert hat, aber das müssen wir nur nicht unbedingt nachvollziehen. Ja, die Runde hat abgegeben. Thank you.
Greenberg führt zwar deutlich nach Punkten, aber den Kampf hat er noch nicht gewonnen. Das ist noch eine lange Strecke, die zu bewältigen ist. Und Ralph Ford scheint hier so ein bisschen aufgewacht zu sein. Schläft aber wieder ein. Physischen betrachtet hat Ralph Ford die besseren Voraussetzungen als Boxer. Er ist der größere Mann, er hat eine weitaus größere Reichweite. Aber er kommt mit der Taktik von Greenberg nicht so richtig zu Rande. Er wirkt ein bisschen ideenlos, muss ich zugeben. Wiederum eine Runde, die boxerisch nicht unbedingt so mitreißend ist. Nicht allzu viel Kampf geschehen, aber es ist genug, um Roman Greenberg hier die Runde zu geben. Und zwar ohne Wenn und Aber. Tja, etwas enttäuschend. Die Ecke ist zu finden. Ja, das ist offensichtlich die Rangliste der britischen Schwergewichtler. Und Roman Greenberg wird dann inzwischen in Großbritannien ansässig, ist auch da geführt. Erstaunlich, dass Wayne Clavelle noch mal dabei ist. Schon so lange nicht mehr geboxt. Nun ja, wir machen eine kurze Pause und dann können wir weiter darüber nachdenken. Er soll hier die Runde gewinnen, und zwar mit Stil. Ich hatte gesagt, du gewinnst jede Runde, was nicht ganz stimmt. Aber ich soll es mit Stil machen.